Erfahrungsjuwelen. Wie viele kann ich jetzt? Das geht noch nicht. Okay, dann gehen wir mal auf Home. Wobei ich echt noch nicht weiß, wie ich... Musik können wir mal ausmachen. So, und dann gehen wir noch mal auf Home. Jetzt weiß ich nach wie vor nicht. Ist beim Kampf. Kreaturen rein. So, also kann man bei dem jetzt noch was machen? Erfahrung hinzufügen. Na, das reicht noch nicht. Das reicht noch nicht. Wie sieht es bei den anderen aus? Wie sieht es bei dem aus? 37, da kann man noch ein bisschen was machen. Plus, haben wir nichts Neues. Genau. Ja, und da unten. Ein einziger Punkt. Naja. Okay. Jetzt muss ich mir trotzdem mal was überlegen. Das Rote, das pusht sich ganz gut. Sie hat Rot. Der Käfer hat Gelb und Grün. Das Gelb und Grüne bringt mir im Moment mal gar nichts. Doch, Gelb würde mir beim Hund helfen. Aber Grün nicht. Und bei dem hilft mir momentan eigentlich aktuell gar nichts so wirklich. Ich müsste hier die Combo anpassen. Schauen wir mal, was bei rauskommt. Neue Kombo-Punkte annehmen. Das Schwarze könnte mir helfen bei dem Ding, ja. Genau, dann brauche ich nämlich das Rot. Okay. Hier noch einen schnellen.
lass uns mal gucken, wie es da läuft. Wieder so rum. Ja, die haben ja da gar keine Chance. Zwei abgeschlossen. Will er da großartig gegen machen? Keine Chance. Aber irgendwie. Ah, ich hab's auch ein bisschen blöd gemacht. Okay. Gewinnt. Einen mache ich jetzt noch hier. Ich muss jetzt noch mal überlegen. Okay, wenn Schwarz angreift, dann links, okay. Schwarz und das, und dann kriege ich, okay, alles klar. War mal jetzt gerade noch mal so ein Kampf. Kriege ich die Kröte nämlich auch noch mit hinzu. Okay, also die Reihenfolge war ein bisschen blöd gewesen. Das testen wir jetzt nochmal schnell aus. Also ich fange jetzt erst einmal an. Nehmen wir am besten jetzt mal den davor. Dann gleich die Combo. Dann nehmen wir den und den. Und dann habe ich hier die Vierer-Combo. Wobei die gar nicht so stark ist. Das und das und dann die Vierer-Kombo. So stark ist die Kröte nicht. Aber gut. Blau, blau, schwarz. Nehmen wir erstmal schwarz vor. Boah. Das ist natürlich hart. Das ist natürlich richtig hart. Okay.
Das ist richtig brutal. Das war jetzt eine richtig krasse Nummer, okay? Wow, also, wenn euch das gefallen hat, dann lasst mir doch einfach mal ein Like da. Schreibt mir was in die Kommentare. Moment, ich kann hier noch schnell ein bisschen pushen. Mhm. Was ist eigentlich bei Social? Erstellt eine Gilde. Kreatur wählen. Da finde ich den momentan am geilsten. Ja. Gildenname. Mach ich doch gerne. Der Gildenname ist zu lang, okay. Schauen wir erstmal, ob es so geht. Immer noch zu lang. Sofort und gleich. Immer noch zu lang, ey. Leck mich doch am Buckel, ey. Jetzt her. Gleich. Her gleich. JT. Okay, dann machen wir das doch mal. Okay. Alles klar. Kann schon mal zu der Kreatur gehen. Ich kann neue Erfahrung mit hinzufügen. Ja, also, steigt er auch nochmal ein Level auf. Ja, saugeil. Also das Spiel ist mal richtig, richtig nice. So. Was ich jetzt aber trotzdem nicht verstehe, ist, warum. Wie kriege ich mein Dungeon irgendwie wieder? Mein Dungeon, da ist es doch. So, und da sollte ich jetzt mal ein bisschen was machen. Das wäre Stärke 1, das wäre natürlich nicht so clever.
kannst noch eine Stelle machen. Sie dahin. Oder nee, wir machen ihn dahin. Nee, wir machen ihn dahin. Jawohl. Oh, das wird eine richtig harte Nummer. Das nehmen wir noch raus. Und dafür kommt das noch mit hinzu. Wollte ich mal sagen, viel Spaß. Viel Spaß dabei. Das möchte ich selbst nicht. Vielleicht sollte ich hier noch das rausnehmen und dann nochmal gucken. Ich glaube, da ist es eigentlich wurscht. Ja, nehmen wir lieber da. Oder nehmen wir. Naja, egal. Wow, das glaube ich ist echt eine harte Nummer. Naja, gut. Schauen wir mal. Mal schnell nochmal mit dem da rein. Ja, mal dem sein Dungeon vor. Ui. Da kann er natürlich nicht viel machen. Mehr. Und er hat auch einen Drachen, Junges. Oje. Das ging jetzt schnell. Das ging jetzt schnell. Schon mal schnell gucken. Haben wir noch einen? Danach mache ich dann Schluss für heute. Das gleiche nochmal. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Naja, der wirkt sich aber nicht wirklich aus. Gegen so einen Starken da auch kämpfen? Lass uns mal gegen den da versuchen.
schon ein bisschen mehr jetzt hier. Okay. Fünf Stück. Fünf Wellen hat er. Fünf Wellen hat er. Nehme ich mir den dann nochmal vor. Welle 2 abgeschlossen. Sollte jetzt einfach mal Leben regenerieren, habe ich das Gefühl. Die Welle war schnell. Sind wir schon in der letzten Welle? Ui, ist das Maria und Josef? Was wird denn das jetzt hier für eine Chose? Ja, das war relativ einfach. Okay. So. 186. Rang 186 jetzt schon. Ich glaube, bei dem kann ich jetzt ein bisschen was machen hier. Nicht viel, aber immerhin mal eine Stufe höher gekommen. Okay. Was bei ihm? Lohnt sich noch nicht so wirklich. Kann ich sowieso nichts mehr großartig machen. Was bei ihm? Hm.
Das reicht noch nicht ganz. Vielleicht sollte ich... Na doch, nochmal. Mhm. Kriegen wir auch noch so weit. Den Papagei. Machen wir den auch schon auf Max. Mhm. Nee, das macht bei dem jetzt keinen Sinn. So, da würde ich mal sagen... Das war's jetzt erstmal von dieser Folge, aber das ist schon richtig geil. Inzwischen hat's mich echt gefesselt hier. Und da habe ich noch mein Geschenk, das hole ich mir jetzt noch ab. Alles klar. Also, das war's jetzt von dieser Folge. Creature Quest. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir mal ein Like da, schreibt mal was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Creature Quest mit mir, dem Herrn Gleichmanns. Bis dann und tschüss.